Die Frage, die sich heute stellt, ist, soll man besser in einer Universität oder bei einem Scheich lernen? Es geht also um das islamische Wissen. Was ist besser, bei einem Scheich zu lernen oder in einer Universität zu lernen? Das Beste ist, und das ist auch das, was Sheikh Uthaymin sagt, wenn man beides macht. Das Beste ist, wenn man beides macht. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwo lebst und du studierst in einer Universität, ja, in der Universität ist es meistens so, dass man eine große Anzahl von Fächern hat. Man lernt von jedem Fach etwas. Man hat eine Spezialisierung. Und wenn man bei einem Scheich ist, ist es meistens so, dass man sich bestimmte Fächer genau aussuchen kann. Natürlich gibt es auch Schuyuch, die ein Mahat haben, die ein Institut haben, wo es ähnlich ist wie in einer Universität. Aber häufig ist es so, dass man gerade bei einem Scheich ein bestimmtes Fach auswählen kann. Wenn man natürlich den anderen Weg wählt, man lernt in einer Universität und gleichzeitig in einem Mahat von einem Scheich, alles, es kann sein, dass es einfach zu viel wird. Ja, man muss wissen, wenn man zu viel Wasser in ein Glas einschüttet, dann kippt das Glas auch um und man ist einfach nicht in der Lage, das aufzunehmen. Man muss das schon auf eine gewisse Art dosieren, man muss sich anstrengen, aber manche Sachen gehen einfach nun mal nicht. Aber dieser eine Weg vor allen Dingen, dass man bei einem Scheich bestimmte Fächer lernt und den Rest in der Universität lernt, das scheint eigentlich der beste Weg zu sein. Denn selbstverständlich hat ein Scheich, ist es oft so, dass die Schuyuch außerhalb nochmal eine andere Herangehensweise haben. Auch jeder Scheich hat eine andere Herangehensweise, jemandem etwas beizubringen. Da bin ich natürlich mit meinem Background, da wo ich herkomme, ich bringe das Beispiel immer, Beispiel aus dem Sport, ja. Beim Boxen zum Beispiel, du hast einen Trainer, der kann dir die Abwehr gut beibringen. Ja? Und der andere, der kann dich gut motivieren, um richtig Gas zu geben im Training oder dich anzuspornen. Oder einer erklärt dir vielleicht was und du kapierst es nicht, der andere erklärt es dir und du verstehst es auf einmal, weil der andere das Beispiel hat oder eine andere Methode hat, es dir beizubringen. Und genauso ist es auch beim islamischen Wissen. Ja, du musst dir jemanden aussuchen, bei dem du es richtig verstehst. Und oft kann man dann bei einem Scheich nochmal bestimmte Fächer spezifisch lernen. Mich hat jemand gefragt beispielsweise in der Universität, er will sich spezialisieren auf ein bestimmtes Fach. Und er lernt in der Universität von jedem Fach etwas. Und er wollte dann in der Universität aber sich auf ein bestimmtes Fach spezialisieren. Auf das er sich und außerhalb der Universität wollte er sich auf ein anderes Fach spezialisieren. Da habe ich zu ihm gesagt, Bruder, ich würde mich sowohl in der Universität als auch bei dem Scheich auf dieses bestimmte Fach spezialisieren. Weil du kannst dich sowieso nur auf ein Fach spezialisieren, dann bist du später darin voll die Bombe und du lernst sowieso von jedem Fach etwas. Er hat das aber erstmal nicht gemacht. Im Nachhinein hat er dann seine Meinung, Alhamdulillah, geändert. Was heißt Alhamdulillah? Also er hat das dann nachher geändert, weil er gesehen hat, dass das dann zu viel wird. Man hat meistens die Liebe für ein bestimmtes Fach. Was noch wichtig ist, in der heutigen Zeit ist es leider so. Natürlich bei einem Scheich ist es oft rein islamisch gesehen besser zu lernen als in einer Universität, weil man spezifischer auf seine eigenen Dinge eingehen kann, die man lernen muss. Gerade wenn man Privatunterricht hat, selbstverständlich, sowieso. Das ist anders als in einer Universität, wo man ein bestimmtes Fach in einer bestimmten Zeit zu Ende bringen muss. Es gibt natürlich auch bei den Schuyuch bestimmte Herangehensweisen. Aber was heutzutage besonders wichtig ist, es ist einfach so, und das sagt auch Sheikh Uthaymin hierzu, dass man fast immer eine Schahada braucht, um später auch mit diesem Wissen irgendwie das Wissen an den Mann bringen zu können. Es ist halt einfach so viel einfacher, das Wissen an den Mann zu bringen, wenn du ein Zeugnis hast. Du hast das Zeugnis von der Universität, du kannst Lehrer werden in dem und dem Institut, in der und der Schule. Das heißt, du hast das jetzt nicht gemacht, um reich zu werden, aber du musst ja irgendwie leben und du willst ja das Wissen weiterbringen. Und es ist nicht verboten, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen, weil deine eigentliche Nier ist, was?
ist nicht Geld zu verdienen, sondern ist Wissen zu verbreiten. Aber du musst ja auch irgendwie leben. Du kannst ja nicht, wie willst du das Wissen verbreiten, wenn du den ganzen Tag von morgens bis abends am Schuften bist und gar keine Zeit dazu hast? Das heißt, in der heutigen Zeit ist es sehr, sehr wichtig, in einer Universität zu studieren, um, weil die Welt heute einfach so ist. Du kannst noch so viel Wissen haben. Du willst irgendwo etwas machen. Zum Beispiel Prediger werden in einer Moschee. Die sagen, ja, wo hast du denn studiert? Ja, da und da. Ja, zeig mal dein Zeugnis. Dann sagen die, nö. Das ist sehr häufig so. Natürlich, es gibt auch Ausnahmen. Leute, die nicht in einer Universität studiert haben, die aber einfach so viel Wissen haben, dass man es gar nicht leugnen kann. Aber im Allgemeinen ist es so, dass es viele, viele Wege eröffnet. Und deswegen sage ich auch allen Geschwistern, die in Medina studieren, die in Riad studieren, die in Mekka studieren, die in Ägypten studieren, die in Mauretanien studieren, die in Indonesien, in Malaysia und so weiter Islam studieren oder in anderen Ländern, zieht es durch, liebe Geschwister. Zieht es durch und wisset, dass es eine große Hilfe später in der Dawa ist. Du kannst noch so viel Wissen haben, du kannst so viele Beweise von Koran und Sunna nennen. Sie werden am Ende sagen, ja, wer ist das? Wo hat er gelernt? Ja? Aber wenn du sagen, und du kannst vielleicht viel weniger Wissen haben, na, ich meine, okay, ist auch nicht das Ziel jetzt, ja, und bist vielleicht, hast vielleicht gar keine Ahnung, aber du hast ein Zeugnis und kannst damit etwas bringen. Okay, das ist auch nicht der Sinn der Sache, aber ich wollte das nur als Beispiel bringen. Deswegen, der beste Weg ist, beides zu verbinden. Lerne in der Universität und suche dir außerhalb der Universität einen Scheich, mit dem du gerade die Fächer, die du lernen willst, wo du dich beispielsweise spezialisieren willst oder wo du vielleicht auch eventuell auch Schwächen hast, noch bei einem Scheich zuzulernen. Kulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum. Alles, was richtig war, war von Allah, und alles, was falsch war, von mir und vom Shaitan.